Dein Glückscoach hier und in diesem Video möchte ich dir ein paar Dinge mitgeben, wie du glücklich leben kannst, auch ohne viel Geld. Ja, auch wenn du jetzt nicht gerade 5.000 Euro oder 10.000 oder 20.000 Euro im Monat verdienst oder was auch immer für dich viel Geld ist, sondern wenn du halt vielleicht gerade so viel hast, dass deine Bedürfnisse irgendwie gedeckt sind, du dir aber trotzdem denkst, oh, scheiße, wenn ich mehr Geld hätte, dann würde es mir einfach besser gehen, dann könnte ich mir all die tollen Sachen kaufen, die ich mir kaufen will. Ich könnte jederzeit essen gehen. Ich könnte vielleicht mal spontan in Urlaub fahren und so weiter und so fort. Und heute werde ich dir ein paar richtig gute Mindsets mit an die Hand geben, wie es dir jetzt gleich direkt nach diesem Video einfach besser gehen wird, auch wenn du vielleicht nicht so viel Kohle in der Tasche hast. Also unbedingt dranbleiben. By the way, wenn du wissen willst, wie du allgemein deine Lebensfreude verdoppeln kannst und einfach glücklicher, entspannter sein kannst, deine Ängste und deinen Stress fallen lassen kannst, dann klickst du hier oben. Da kommst du nämlich zum kostenlosen 14-Tages-Crash-Kurs oder kannst du hier unten in der Infobox klicken und da gehen wir ganz praktisch an die Sache ran und verdoppeln deine Lebensfreude innerhalb der nächsten 14 Tage. Immer am Samstag geht's los in eine neue Runde. Also klick hier oben oder hier unten. So, jetzt aber glücklich leben ohne Geld. Jetzt erstmal so, macht die grundsätzliche Frage, macht Geld denn wirklich glücklich? Und bei mir war das so, ich dachte früher immer, dass mich Geld glücklich machen wird. Nämlich ich dachte immer dann, dass es mich glücklich machen wird, als ich nicht viel Geld hatte. Also damals, als ich Student war oder Schüler oder damals, als ich meine erste Company gestartet habe, aber die überhaupt nicht lief, ja, dann dachte ich mir so, ha, Kacke, wird das alles laufen und hätte ich endlich mehr Kohle in der Tasche, dann wäre ich auch zufriedener. Und dann irgendwann habe ich dann sind die Geschäfte, also meine erste Company ist komplett den Bach runtergegangen, muss ich auch dazu sagen. Aber die zweite, die lief dann ganz gut, ja. Und irgendwann konnte ich dann ganz gut davon leben, aber habe dann auch relativ schnell gemerkt, ja, das ist schon cool und ja, klar, du kannst jetzt öfter mal essen gehen und ja, klar, du kannst jetzt auch vielleicht mal spontan irgendwo hinfahren, aber wirklich besser geht es dir dadurch auch nicht. Ich meine, das Leben ist schon ein bisschen bereichert, ja, aber mal ganz ehrlich, ich meine, ein gutes Essen ist schon was Feines. Aber bei mir ist es sowieso so, ich liebe es zu Hause für mich zu kochen. Und ich liebe es immer noch zu Hause für mich zu kochen. Das mache ich am allerliebsten. Und ich habe schnell gemerkt, hey, das ist zwar alles schön und gut, ja, aber es macht mich nicht wirklich vom Kern heraus glücklicher. Und vor allem das Interessante war, ich dachte mir dann so, ja, okay, vielleicht habe ich einfach noch nicht genug, wenn ich vielleicht noch mehr Geld hätte, dann. Und ganz interessant. Zur damaligen Zeit habe ich mich auch mit einem meiner Mentoren unterhalten, der damals schon richtig viel Geld verdient hat. Und der hat mich so gefragt, Sebi, wie viel Geld willst du irgendwann mal verdienen? Und ich so, keine Ahnung, Betrag X, ja. Und er so, okay, wir gucken mal, wenn du Betrag X erreicht hast, weil bei allen Leuten, die ich kenne, ist es genauso, wenn sie Betrag X haben, dann wollen sie mehr. Dann denken sie sich, ja, Betrag X ist schon cool, aber vielleicht wird es mir noch besser gehen, wenn ich Betrag X hoch 10 hätte. Wow, dann so, ja. Und was man damit automatisch macht, ist, man macht das Geld für sein Glück, sei es auch nur auf einer unbewussten Ebene, dadurch, dass man sich immer denkt, ha, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr, macht man Geld sehr stark für sein Glück verantwortlich. Grundsätzlich ist es so, natürlich braucht man Geld, um seine Grundbedürfnisse zu decken. Ich habe aber auch gemerkt, auch in der Zeit, wo ich sehr viel Geld hatte, und ich werde dir auch gleich noch eine richtig geile Übung mitbringen, wo du das auch, wo du sehr viel für dich herausholen kannst, habe ich gemerkt, hey, so schlecht ist es gar nicht, weil ganz oft, und das habe ich gemerkt, als ich ein bisschen mehr Geld hatte, kauft man sich einfach Bullshit, den man gerade nicht braucht, ja. So einfach, man ist unterwegs, sieht irgendwas Tolles und denkt sich so, ach ja, hab das Geld, kaufe ich mir einfach mal und kauft sich das einfach. Und deswegen jetzt auch die kleine Übung an dieser Stelle, die du machen kannst. Auch wenn du vielleicht schon mehr Geld hast und trotzdem immer noch unzufrieden bist und immer noch mehr möchtest. Oder auch wenn du ganz wenig Geld hast, dann mach mal Folgendes. Rechne mal aus, wie viel du im Monat wirklich zur Verfügung hast. Ja? Und dann kommt ein bestimmter Betrag raus. Und dann teil dir mal diesen Betrag auf die einzelnen Tage des Monats ein. Und dann kommt vielleicht raus, dass du jeden Tag 5, 10, 30, 40 Euro ausgeben kannst, je nachdem, wer du bist. Dann mach mal, auch wenn dein Betrag sehr hoch ist, versuch den mal runterzusetzen und versuch mal zu überlegen, was du wirklich, wirklich brauchst, um überleben zu können. Und dann plane dir ein festes Tagesbudget für jeden Tag ein und es wird etwas sehr Magisches passieren. Du wirst nämlich ganz schnell merken, wenn du dieses Budget dir mal für ein, zwei, drei Wochen festsetzt, wirst du ganz schnell merken, wie oft innerlich so das Bedürfnis hochkommt, ah, ich will das jetzt.
Und dann kommt aber gleichzeitig so die Frage, aber brauche ich das wirklich? Weil du weißt, ich habe ja ein Budget, an das ich mich halten muss. Dann stellst du dir gleichzeitig die Frage, brauche ich das wirklich? Brauche ich es tief heraus, um dass es mir jetzt besser geht? Oder will ich es mir? Will ich es einfach nur, weil ich Lust habe zu essen, weil ich Lust habe, jetzt gerade irgendwas zu kaufen, weil ich mich ablenken will und so weiter. Mach das mal und du wirst sehr erstaunt sein, wie oft du dir Dinge holst, die du eigentlich gerade gar nicht brauchst. Deswegen geh mal mit dieser neuen Herangehensweise an die Sache ran und versuche einfach mal das auch zu akzeptieren, wie es gerade bei dir ist. Und irgendwann wird es sowieso besser. Da kannst du mir glauben. Und wie gesagt, wenn du aktiv daran arbeiten willst, dass es besser wird, dann klicke oben oder unten zum 14-Tages-Crashkurs. Und vor allem gib mir einen Daumen nach oben für dieses Video. Wenn da nur irgendetwas dabei war, wo du sagst, hey, das war cool und da kann ich mich damit identifizieren, dann ich freue mich wirklich über einen Daumen nach oben. Und by the way, lass mir auch einen Kommentar da mit einer Frage oder einer Anregung, da freue ich mich. Und ich habe mir jetzt zur Angewohnheit gemacht, dass ich die Kommentare auch immer sehr schnell beantworte. Und deswegen freue ich mich umso mehr auf deine Kommentare. Also cool, dass du hier warst und bis zum nächsten Video. Ciao.